Hallo liebe Horror-Splatter-Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Darkness 2. Und wir verfolgen immer noch den Victor, den Buckligen. Und ja, ich würde sagen, wir laufen einfach mal weiter. Und zwar in diese Richtung. So, hier hinten geht's nicht. Oh, wieder ziemlich viel Licht hier. Müssen wir wohl hier runter. Da oben? Hm, nichts. Ah, scheiße. Falscher Knopf. So, wo geht's denn jetzt hier weiter? An das Klavier. Finsternis. Er hat dieses Haus auf heiligem Boden der Finsternis gebaut und mit Reliquien der Finsternis gefüllt. Er hat mit Sachen herumgespielt, die er nicht verstanden hat. Was redest du da für einen Scheiß? Er hat dir nie davon erzählt, oder? Nein. Er wurde wahnsinnig, bevor du alt genug warst, um es zu verstehen. Er hat sich vor vielen Jahren an uns gewandt. Er hatte vom Gral gehört und wollte ihn um jeden Preis finden. Dein Vater wollte ein Heilmittel gegen die Finsternis. Er wollte ein Heilmittel für seinen kleinen Jungen. Ist das nicht süß? Leck mich. Er hat uns die Finsternis versprochen, wenn wir den Gral finden würden, Jackie. Es hat fast 2 Jahrzehnte gedauert, doch wir haben den Gral gefunden. Jetzt treiben wir seine Schulden ein. Wir haben die Finsternis. Die Welt wird brennen und vor ihrem wahren Gott knien. Klammere dich an das Restchen Essenz der Finsternis in dir. Ich fühle, wie sie dich verlässt. Selbst wenn du das überlebst, muss ich nur warten, bis deine Batterie leer ist. Bitte kümmern Sie sich um unseren kleinen Freund. Wenn er gebrochen ist, bringen Sie ihn mir. So, so. Er sitzt in der Falle! Machen wir es kurz. Das hier ist kein Cricket-Spiel! Oh, oh, oh. Boah, was war denn das jetzt? Was ist eine 3-Dollar-Mitte? Die Finsternis kehrt zurück! Bin doch keine 3-Dollar-Mitte! So, kommen wir nicht irgendwo in Deckung? Na komm her. So, erstmal Gesundheit, erstmal Energie von dem Clown. Der eine. Hier kommt der Landwirt. Komm her. Ha, cool. In der Luft gefangen. Du siehst nicht besonders gut aus. Wirklich? Ein Finsterling? Mehr hast du nicht zu bieten? Hier liegt eine Kobra. Ich bin beeindruckt, Jackie. So, den haben wir weggerotzt. Eine Kalaschnikow.
Komm, die Nämmer. Dieser hier trägt die Finsternis. Die Lampen einsetzen, verliert ihn nicht. Ich sehe den Wirt. Der Wirt. So, ich vermute mal, wir brauchen Munition. Du hast mein Licht ausgeknipst. Genau. Und jetzt knipse ich dich aus. Er besitzt die Finsternis. Oh oh. Was tust du, Finsternis? Sieh mal her! Sieh mal hier! Dein Gesicht wird schon so hübsch sein, wenn ich. Das glaubst aber auch nur du. Ich reiß dir die hübschen Lippen ab, bester Kado. Schau an. So, ciao. Wir fressen deine Innereien und scheißen auf dein Gesicht, Jackie Boy. Genau. Zeit zu sterben. Es ist immer Zeit zu sterben. So, er schändet dich deine Leiche. Verdammt! Oh oh, oh oh. Du hast es gewonnen. Das bedeutet gar nichts. Oh, jetzt geht's aber gerade richtig rund. Endlich jemand, mit dem es lohnt. Lass mich los mit dir. Du wirst sterben wie alle anderen Wirte. Das ist alles Lüge, Jackie. Es hat mich. Alles Gute zum Jahreswechsel! Oh, gib zurück, was mir! Scheiße! Oh. Er ist auf so, dann packen wir uns. Nein, geht nicht. Halte dich vom Licht fern! Scheiße! Mann, 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 Mann! Da kommen jetzt aber auch viele Gegner. Finsternis kehrt zurück. Alles Gute zum. Niemand kriegt mein Blut! Niemand! Es ist ein Schwamm! Er ist davor, Schatz, ich bin getroffen! Schnapp ihn! Er hat einen kleinen Freund mitgebracht! Du kannst mir nicht entkommen! Stirb! Mann, Mann, Mann. Die Finsternis kehrt zurück. Alles Gute zum Jahr. Scheiße. Er ist auf offener Fläche. Man schnappt ihn niemand. Wo ist dein kleiner Goldtopf? Halbe Portion. Ich wollte schon. Du bist fertig, Fertig! Hey, immer der mit seinem scheiß Licht. Ich mag es, wenn sie kämpfen. Ich sehe. So, den haben wir jetzt, ne? Nicht cool! Zurück! Jetzt reicht's. Gib nicht auf! Nein! Keine Käfer! Alles nur keine Käfer! Hey, da, Äppchen! Hier drüben!
Aber ich glaube, lieber Munition nehmen sollen. Ja, nochmal einer. So, haben wir es geschafft. Puh. Ja, hier wäre jetzt noch ein schwarzes Loch gewesen. Schade, piss doch mal wieder hier auf die Leiche. So, die Munition nehmen wir noch mit. Was stehen wir hier rum? Ah, hier geht's weiter. So. Komm schon, Jackie. Mal sehen, ob du die Nerven hast. Das wird interessant. Nein. Okay, ich glaube, das war ich. So kommt her. War das einer oder zwei? Ein Stuhl nur mit. Du elender Kotzbrocken! Glaubst du, dass du mich überraschen kannst? Verschwinde! Oh. Sie sind überall! Schützt ihn! Der Träger, der Wirt. Was bin ich denn alles? So, vorbei mit euch. Stuhl immer mit, immer praktisch. Sie will den Schmerz. Ach. So ein Cheater. Ah, hier liegt noch Monitor, den nehmen wir natürlich auch mit. Gib noch nicht auf, Jackie! Hier nicht! Komm schon! Kontrollierst du dieses Ding, Jackie? Scheiße! Oder kontrolliert es? Oh. Der Träger ist hier! Oh, die MP7 nehmen wir wieder mit. Spüre den Schmerz, Jackie! Scheiße! Schon mal verarbeitet für mich! Da ist er! Stirb, Estacado! Ach, da drüben, denk gerade so, wir schreien da nur um drei Stück. Nein, ach, der ist ja schon genagelt. Scheiße. Na komm her. Bereit vor deinen Schöpfer zu treten. Zusammen finden wir ihn. Oh. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich will nicht nach. Ey, wir kommen da schon wieder. Jetzt habe ich endlich alles gesehen. Nein, aufhören. Ein Fenster. Das ist mein Ende. Es ist der Wind. Er hat mich geschnitten! Ui, das war knapp. Wo ist der hin? Nochmal! Da ist er! Was für ein... Vor allem arbeitest du für mich, Kleiner! Nicht genug Schmerz! Sie sind überall! Nicht mehr so... Ich mach, wie sich die Dinger... Na komm her.
Puh. Das nennst du Schießen. Lästiger Fensterling. Damit kommst du nicht durch. Oh, der Wild ist da hier. Ist er. Oh. Ich nehme den Schmerz an. Oh. Na, komm her. So, ich glaube, das war der letzte. Machen wir ein bisschen Ärger. Wieder ein wenig ruhig. Wow. Zum Aufhören ist es zu spät, Jackie. Hier bin ich. Ergib dich oder stirb, Jackie. Ach, die verfolgen einen. Nein, 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 nein. Wow. Nochmal Glück gehabt. Oder so. Einfacher. Jackie, du hast nicht den Verstand, um die Fähigkeiten in dir zu kontrollieren. Gib sie uns! Befreie dich von deiner Qual. Dieses Instrument wurde nicht nur gemacht, um die Finsternis zu beinhalten. Es kann auch seinen Wirt vernichten. Endgültig. So, ich glaube, wieder ein Endkampf hier. Ein Endboss. Wie wär's mit Victor? Plan B? Ich trete dir in den Arsch und nehme mir den Gral. Und was dann? Was würdest du damit machen? Du denkst doch nicht daran, der Finsternis nachzugeben, oder? Hast du eine Ahnung, was dann passieren würde? Weißt du, ich könnte es dir sagen, aber es ist einfacher, es dir zu zeigen. Dein Tod erwartet dich wieder. War doch gerade hinter mir, oder? Hat zumindest was hinter mir gehört. Ist es. Ach, da kommen. Komm her! Wow. Lass mich los, Träger! Ich will sie nicht in meinem Mund haben! So, auch schon draußen. Keine Schmerzen mehr! Bitte! War's das schon? Zumindest kurz. Deine Zeit mit der Finsternis ist vorbei, Jackie. Es brennt! Du wirst tagelang brennen, es! Na komm her. Da ist er ja schon. Du bist ein
Ja, schöne die hässlichen Dinger. Weg, 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 weg. Puh. Oh, wo versteckt er sich jetzt? Steh auf und kämpfe, mein Bruder! Ah, jetzt hab ich umsonst. Nein. Mann. Ah, der schießt ja noch. Ich kann meine Beine nicht strecken. So, hast auch keine mehr. So, hier hast sie. Lass sie los. Halt sie mir vom Leib. Er muss halt mal irgendwann. Stirb, Estacado. Oh. Ich liebe Schmerz. Ich bring's zu Ende, Jackie. Nee, das bin ich. In den Augen der Bruderschaft bist du nichts. Oh, was geht hier? Du bist ein Arsch, Jackie. Ah, wieder keine Munition, Scheiße. Mal irgendwann mal down sein, oder? Jawohl, nein, haben wir es geschafft. Gib ihn nicht der Finsternis, bitte! Sie wird uns alle vernichten! Seine Macht. Du bist nichts. Du bist unwürdig. Der Gral wird dich verzehren, quälen und geradewegs in die Hölle schicken. Das war der Plan. Ja.
Das Ding ist also das Einzige, was mich töten kann. Wird schon schief gehen. Nein! Wag das mir zu trotzen! Du hattest nie die Kontrolle. Ich hole mir Jenny und dann hole ich mir dich. Jackie, bitte, es tut so weh. Hey Jackie, wach auf. Er sieht nicht gut aus. Vielleicht hat er was Falsches gegessen. Hey Jackie, hast du was Falsches gegessen? Ich hab mal einen Clown gefrühstückt. Hat komisch geschmeckt. Nein! Nein, verdammt! Das ist nicht richtig! Ich sollte in der Hölle sein! Ich sollte in der Hölle sein! So, und hiermit beende ich die Folge Nummer 11. Und ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und du bist wieder bei der nächsten Folge dabei. Also, bis gleich. Ciao!